Neue Fakten im Fall Sherlock Holmes. Der Redaktion wurden neue Enthüllungen zugespielt, die Aufschluss über das wahre Wesen des berühmten Detektivs Sherlock Holmes geben. Einer unserer Mitarbeiter, stets um die Aufdeckung der Wahrheit bemüht, konnte den Kontakt zu einer Person herstellen, die in den Fall die Bruce Partington-Pläne involviert war, okay? Der uns vor einigen Jahren in Atem hielt. Bei dieser Person handelt es sich um niemand geringeren als den Bruder des ermordeten Arthur Cadogan West. Alle Informationen dieses Gentlemans sind spektakulär. Als er versuchte, die wahren Hintergründe für die Ermordung seines Bruders aufzudecken, fand er heraus, dass Holmes etwas mit dem Verschwinden der Unterseeboot-Baupläne zu tun haben musste. Um in den Besitz dieser Baupläne zu gelangen, beschuldigte Mr. Holmes seinen Komplizen, die Baupläne gestohlen zu haben. Er hinterging ihn, indem er den Diebstahl nachvollziehbar einfach aussehen ließ, um ihn dann beschuldigen zu können. Danach lockte er ihn mit einem Zeitungsbluff in die Falle. Er köderte ihn mit einer kleinen Anzeige, wobei das Opfer nicht wusste, dass sein Boss und Holmes ein und dieselbe Person waren. Er wurde verhaftet und als Einzeltäter für schuldig befunden. Kurze Zeit später starb er unter mysteriösen Umständen im Gefängnis und nahm Holmes' Geheimnis mit ins Grab. Diese Enthüllungen sind sehr bedeutsam, denn sie offenbaren, dass Mr. Holmes kein gewöhnlicher Verbrecher ist, sondern zu den zentralen Figuren der internationalen Gewaltkriminalität gehört, die nicht davor zurückschrecken, in ihrem eigenen Mutterland Verrat zu üben. O. Farley. Wie entsetzlich! So, was ein Füllfederhalter, wie der vom Rattentöter. Der gemeingefährliche Irre läuft seit heute frei herum. Und was noch schlimmer ist, es war die Schuld von Holmes. Die Ermittlungen im Westgate-Gefängnis waren ein einziger Reinfall. Ja. Was ist denn das? Kurzpfeife. Holmes hat sie also mitgenommen. Ich frage mich, ob er in der Opiumhöhle auf diese Kerle geschossen hätte. Noch vor wenigen Tagen hätte ich mir diese Frage nicht gestellt. Aber heute mache ich mir durchaus darüber Gedanken, ob er sie wohl kaltblütig getötet hätte. Dann haben wir hier Toby. Wer weiß, wo Holmes steckt, Toby. Hier ist nichts mehr. Da ist noch das was. Das Papier, mit dem Holmes dieses mysteriöse Päckchen eingewickelt hat. Er hat es im Haus des Richters zurückgelassen, nur ein paar Minuten vor der Explosion. So, mal gucken, ob hier... Abgeschlossen. Die letzten Ereignisse sind ganz schön an die Substanz gegangen. Ich sollte mich für ein paar Stunden aufs Ohr legen oder es zumindest versuchen. Also ich habe ja jetzt den Verdacht, muss ich sagen, dass entweder steckt dieser Professor Moriarty, welcher ja immer der Gegenspieler von Holmes ist, dahinter und ist Holmes immer einen Schritt voraus. Oder Holmes ist tatsächlich komisch geworden. Eiskalt, kühl und berechnend. Gut, das war er vor... Wow. Doktor, ich wurde vergiftet. Von wem? Sie kennen ihn gut. Ein cleveres Kerlchen. Ein Genie. Aber er hat vielen von uns Schaden zugefügt. Über wen sprechen Sie? Holmes? So heiß. Norman, die Hitze ist unerträglich. Was bitte? Wo ist er, dieser Teufel? Eines Tages wird er sich vor einer höheren Macht verantworten müssen. Ich brauche Wasser. Diese Schmerzen. Wer hat Ihnen das angetan? Dr. Watson! Ist das Lucy? Lucy, Sie sind verletzt. Wo sind meine Kinder, Doktor? Finden Sie sie? Aber ich flehe Sie an. Halten Sie sie von Mr. Holmes fern. Lucy, warum sagen Sie so etwas? Ich helfe Ihnen. Sie sind nett. Für mich ist es zu spät, aber Sie können sich noch retten. Holmes, ich weiß, dass Sie da drin sind. Holmes, öffnen Sie sofort die Tür. Ich denke nicht, dass ich das tun werde. Sagen Sie mir die Wahrheit, Holmes. Ich muss es wissen. Sie haben kein Recht, mir die Wahrheit vorzuenthalten. Na los!
Es tut mir leid, Watson. Öffnen Sie die Tür, oder ich breche sie sofort auf. Wie Sie meinen, es ist nicht abgeschlossen. Was machen Sie da? Nein, Holmes! Nein, das ist nicht möglich. Da haben sich ja eben die Ereignisse total überschlagen. Was war denn das? Unglaublich. Was geht hier nur vor sich? Polizei, aufmachen! Ja, einen Moment, ich komme. Wie soll man mit Anlauf kommen? Dr. Watson, ist Mr. Holmes hier? Inspektor Baines, was... Ist er hier oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Öffnen Sie die Tür. Schnell. Sie müssen mitkommen, Doktor. Wir haben viele Fragen an Sie bezüglich Ihrer Beziehung zu Sherlock Holmes. Außerdem will ich wissen, wo Sie gestern am frühen Abend waren. Das Zimmer ist leer, Inspektor. Ziehen Sie sich an. Sie haben 2 Minuten. Ja, ich komme. Ich werde tun, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Auch ich würde gerne die Antworten auf einige meiner Fragen bekommen. Sergeant, Sie bleiben mit Ihren Männern hier und durchsuchen jeden Winkel der Wohnung. Sollte hier wirklich ein Hinweis auf seinen Aufenthaltsort sein, will ich, dass Sie ihn finden. Doktor, Sie haben sicher Verständnis für meine Vorgehensweise. Wenn Holmes ein Mörder ist, wovon wir ausgehen, würde ich nicht zögern, ihn zu verhaften. Was sagen Sie? Ein Mörder? Sie haben mich schon verstanden, Doktor. Die Mörder des Bischofs haben ausgesagt, dass sie im Auftrag von Sherlock Holmes gehandelt haben. Vielleicht hat sich auch Dr. Moriarty als Sherlock Holmes verkleidet und es ist überhaupt nicht der richtige Sherlock Holmes. Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Baines und seine Leute haben hier alles auf den Kopf gestellt, während ich bei Scotland Yard verhört wurde. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich einmal solch eine Tortur über mich ergehen lassen muss. Ich habe mich immer für die Gerechtigkeit eingesetzt. Aber dann muss ich mich stundenlang wie ein gewöhnlicher Krimineller verhören lassen und immer wieder meine Unschuld beteuern. Baines ist überzeugt davon, dass Holmes schuldig ist. Aber kann man es ihm verübeln? Alles spricht gegen Holmes. Ich dachte, das Schlimmste hätte ich hinter mir. Aber von wegen. Man verdächtigt mich der Mittäterschaft. Ich muss Holmes finden. Und wenn ich ihn gefunden habe, dann entscheide ich. Ich sehe mir die Wohnung etwas genauer an. Vielleicht hat Baines irgendwelche Hinweise übersehen. Ja, das klingt schon mal ganz gut. So, dann geht es los. Was haben wir hier? Diese Verkleidung gehört ganz offensichtlich Holmes. Das Frühstück von vorvorgestern ist auch noch da. Diese Verkleidung gehört ganz offensichtlich Holmes. Also Holmes hat hier Verkleidungen rumliegen. Diese Verkleidung gehört ganz offensichtlich gehört diese Verkleidung Holmes. Da ist der Toby, lebt er noch? Ach, Toby, treuer Gefährte. Holmes würde uns doch niemals etwas vormachen, oder? Gut, das haben wir schon. So, hier liegt auch noch eine Verkleidung. Da haben sie irgendwie so einen Morgenmantel hingeworfen. Diese Verkleidung gehört ganz offensichtlich Holmes. Ich glaube, diese Verkleidung gehört Holmes. Können wir jetzt das Zimmer betreten? Tatsächlich. Ach, was für ein Gestank. Kalter Rauch. Aber Holmes raucht doch gar nicht. Was haben wir hier? Ja, die Verkleidungen gehören Holmes. Das überspringen wir jetzt mal. Ach, wie sieht's denn hier aus? Das hatte Holmes gestern an. Mal gucken auf so Pupp. Holmes hat seinen Tweed-Anzug hier gelassen. Er ist also zurückgekommen, um seine Kleidung zu wechseln, nachdem er mich vor Richter Beckets Haus allein gelassen hat, gleich nach der Explosion. Er wusste wohl, dass Scotland Yard nach ihm fahndet. Also benutzt er wahrscheinlich eine seiner Verkleidungen. Ich muss nur herausfinden, welche. Am besten gehe ich schrittweise vor und versuche herauszufinden, welche Verkleidung fehlt. Ich verwende zum Rekonstruieren den Kleiderschrank im Wohnzimmer. Okay. Das nächste Minispiel. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die ganzen Klamotten einsammeln. Das hatte Da unten steht auch wieder ein... Ach, das ist eine Taube, die vor dem Fenster sitzt. So, da haben wir einen Hut. Das hatte Ja, das hatte Holmes gestern an, aber hier unten auf dem Boden lag noch was.
Ich bin ja so gut in Kleidung zusammenstellen. Das ist ja eigentlich eher was für die weiblichen Zuschauer, möchte ich fast behaupten. Was haben wir hier? Jetzt können wir hier 1000 Paar Schuhe zusammenraffen. Das ist so wie bei einem Sims Charaktererschaffung gleich. Achtung, was haben wir hier? Holmes Tabak. Er raucht also doch. Ein kleines Loch. Da scheint ein versteckter Knopf zu sein. Ich brauche einen dünnen Gegenstand, um ihn zu drücken. Was ein Glück, haben wir hier ein paar Bleistifte und einen Nagel. Sonst noch was? Nee, der dünne Knopf. Mal gucken, was der kann. Ach ja. Eine Abbildung von Irene Adler. Für Holmes die Frau. So, dann ist Holmes hier. Holmes Victoria Kreuz. Ein Brief adressiert an Zachariah Doucet. Ein Geistlicher? Aber was hat der Brief hier zu suchen? Eine Zahlungserinnerung für die Miete. Aber warum sollte das für Holmes von Interesse sein? Ein weiterer Brief. Dieser hier ist für einen gewissen Ascot bestimmt. Wer könnte das sein? Dieser Jay Ascot muss in dem Gebäude arbeiten. Ein Brief adressiert an einen Gerichtsdiener. Warum zum Teufel hat Holmes diesen Brief? Der Empfänger dieses Briefes ist ein Kapitän der Kriegsmarine. Was zum Teufel? All diese gut versteckten Umschläge sind an die verschiedensten Identitäten von Holmes adressiert. Bei den Adressen handelt es sich also um seine Verstecke. Holmes hat mir nie davon erzählt. Vermutlich fährt er regelmäßig dorthin und holt unauffällig seine Post ab. Es würde zu viel wertvolle Zeit kosten, zu jeder einzelnen Adresse zu fahren. Ich muss die Suche eingrenzen. Okay, das machen wir wahrscheinlich anhand der Verkleidung, die wir finden. Nein, da waren wir doch so. Nein, ah, die Steuerung ist manchmal ein bisschen... Das will ich. So. Was haben wir hier noch? Ein Hut. Ach, das ist ja mehr so ein damenhafter Hut. So. Was sind wir da? Weiter. Vielleicht hat Holmes ja auch eine weibliche Seite, man weiß es nicht. So. Was haben wir noch? Machen wir hier noch was? Und im Wohnzimmer ist ein Kleiderschrank. Auf dem Klo, da brennt noch Licht. Ich hoffe nur, dass das Zusammensuchen jetzt hier dieser Kleidungsdinger, dass das einigermaßen klappt. So, das müssten eigentlich alle gewesen sein. Da hängt noch was. Dann haben wir hier noch einen schönen... Komm, nimm das. So, das müssten alle gewesen sein. Ich möchte noch mal kurz bei Watson ins Zimmer gucken. Waynes Männer haben mein Schlafzimmer mehr oder weniger verschont. Wie nett von ihnen. Okay, vielleicht haben wir aber hier noch was. Hier ist noch eine Schublade. Hier schreibe ich die Abenteuer von Holmes nieder. Es gibt immer viel zu tun. Das stimmt. Was haben wir hier noch? Nichts mehr? Nichts mehr? Eine Waschschüssel. So hat man das früher gemacht. Du, da hast du hier die Waschschüssel gehabt. Da hast du ja morgens 3 Liter Wasser ins Gesicht geschmissen, dich rasiert, mal kurz mit der Schuhwasch durch die Zehen gefahren. Und dann war's das. Ich muss alle Teile von Holmes Verkleidungen sammeln und im Wohnzimmerkleiderschrank ablegen. Okay. Finden Sie heraus, welche Verkleidung fehlt. Alter. Scheibenkleister. J. Ascot Whitechapel. Dann haben wir Captain Basil in den Docks. Dann haben wir Reverend Zachariah Doucet. Und wir haben Joshua Hayward, Gerichtsdiener. So, vielleicht passt das zusammen. Weiß ich nicht, mit diesen Schuhen. Alter, wie ich keine Ahnung von Mode habe. Was ist denn das hier für eine... Das ist ja ein bisschen dreckig hier. Also für mich sieht das jetzt farblich ganz gut aus. So vielleicht. Finden Sie heraus, welche Verkleidung fehlt. Also wir haben Hüte, wir haben Hosen, wir haben Jacketts. Also die passen zusammen. Vielleicht mit dem anderen Hut. Das könnte mehr zu unserem Kapitän passen. Den Schuhen. Die Schuhe. Also das ist ja der Kapitän. Das gehört hier hin. So, das könnte hier, was ist das hier?
Ein Hut. Ein paar lederne Schuhe. Das sind so ein paar... Alter, ich habe keinen Plan. Die Hose ist fleckig. Das Jackett ist so blau. Die Hose ist so auch so blau. Und der Hut, der ist auch so... Könnte aber auch der Hut sein. Diese Verkleidung ist also schon mal abgeschlossen. Das ist gut. So, die ist fleckig. Was haben wir da fleckig? Wir haben J.S.Cut. Wir haben den Gerichtsdiener. Und wir haben den Reverend. Zu so einem Reverend gehört, glaube ich, so ein Ding hier. Das heißt, das musst du dann hier hin. Dann nochmal mit der Lupe. So ein Hut für den Reverend. Dann haben wir hier so ein Reverend-Ding. Saubere Hose und... sind vielleicht nicht die richtigen Schuhe. Vielleicht doch den Hut. Vielleicht ist das auch nicht der Reverend. Vielleicht ist das... der Gerichtsdiener oder der... Nein. Da bin doch nicht J.S.Cut. Das müsste J.S.Cut sein. Also die ist komplett. Da sind die Schuhe so ein bisschen und hier sind die Schuhe auch so ein bisschen Vielleicht können die... Also das ist fleckig alles. Ich glaube nicht, dass der Gerichtsdiener sich fleckig macht, oder? Und der Reverend? Der Reverend sich schmutzig. Das muss so. Bin mir bei den Schuhen noch nicht so ganz sicher. Kurz umsetzen. So. Wen haben wir jetzt hier? Gerichtsdiener. Nee. Whitechapel. Whitechapel ist ja ein schmutziger Bezirk, wo die Menschen arm sind. Das heißt, das ist Whitechapel und dann müssen aber die Schuhe passen. Das sind ja Arbeiterschuhe. Was sind das? Das sind noch einfachere Schuhe. So. Und dann muss das hier die von dem Reverend sein. Irgendwas passt nicht. Jetzt sag bloß, die müssen an der richtigen Stelle auch noch hängen. Muss vielleicht der Reverend hier rein. Alter Schwede. So, das ist eine saubere Hose und dazu so ein paar... Die Schuhe sehen scheiße aus. Vielleicht fehlen auch noch ein paar Schuhe. Da liegen noch so viele Schuhe. Können wir da nicht noch irgendwo so ein paar Schuhe abgreifen? Also ich glaube ja, dass das von dem Gerichtsdiener fehlt. Oder? So ein Referent? Ne, so ein Referent läuft andersrum, oder? Ist nichts mehr. Also nochmal raus. Vielleicht ist auch der Gerichtsdiener der mit dem großen Hut. Dann machen wir hier mal den Gerichtsdiener draus. Wer bist du? Genau. Das gehört ja zusammen. Dann kann es nur noch so sein. Oder so sein. Und der Whitechapel-Mensch, der hat natürlich Flecken auf dem Anzug. Der arbeitet ja, der hat Flecken auf der Hose. Der hat so einen abgetragenen großen Hut und der hat schmutzige Schuhe. Check's nicht. Ich drück mal auf Überspringen. Mal gucken, was sich umsortiert. Das geht nicht. Hallo? Offensichtlich fehlt noch was. Ich habe keine Ahnung, warum das Rätsel sich nicht löst. Also wir haben jetzt alle Kombinationen ausprobiert und die fleckigen Klamotten müssen ja zusammenpassen. Also es geht ja sonst nicht. Das hatte...
Hier haben wir schon einen ganzen Haufen Dinger. Was ist das? Meister der Deduktion? Ja, da haben wir da... Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal. Ich muss alle Teile von Holmes Verkleidung sammeln. Ja, haben wir doch gemacht. Wir haben alle Teile der Verkleidung gesammelt. Wir haben... Ich verstehe es gerade nicht. Ich kann es auch nicht skippen. Also irgendwas scheint da inkomplett zu sein oder so. Ich weiß es nicht. Das hatte Holmes gestern an. Ach, da ist noch... Mit dieser Büste wurde Colonel Moraine im Zuge unserer Ermittlungen im Fall das leere Haus getäuscht. So. Hat die jetzt noch gefehlt oder was? Nee. Schön, wie das so diese alten Fälle aufgreift, aber das hilft uns gerade nicht weiter. Wir brauchen irgendwo einen... Also wir haben 3 komplette Anziehsachen. Aber die buggen gerade. Der Joshua am Cord. Der Hut, der ist zu gut, sage ich mal, für einen... So, also das muss definitiv der Whitechapel-Mann sein. Mit der schmutzigen Hose. Jetzt können wir halt hergehen und können den ganzen Kram nochmal umtauschen. So, der hat auch dann den großen Arbeiterhut. Haben wir die auch schon getauscht? So, und das Etikett noch tauschen. Der ist komplett. Und der Reverend fehlt. Vielleicht ist das überspringen, müssen wir noch ein bisschen warten. Finden Sie raus, welche Verkleidung fehlt. Ja, haben wir gemacht. Klappt aber nicht. Ich habe keinen Plan mehr. Die Schuhe sehen scheiße aus. Sind aber so Schlüpfschuhe. Schlüpfschuhe müssen jetzt nicht unbedingt... Und die sind so gebunden und sehen halt richtig nach Arbeiter aus. Also ich glaube, die gehören zu dem definitiv. Und das hier ist der J. Ascot in Bucks Row, Whitechapel, London. Der ist in meinen Augen komplett... Ich klicke hier auf Verlassen, es klappt einfach nicht. So, und dann kann der eigentlich nur noch so sein. Haben wir hier noch was? Finden Sie raus, welche Verkleidung fehlt? Ja, die hier. Die fehlt. Gerichtsdiener. Fleet Street. Der Reverend fehlt. Der Reverend ist auch ein anderer Umschlag. Der Reverend Zachariah Dossett fehlt. Ja, es geht nicht weiter. Entweder ist das jetzt hier ein Game-Breaking-Bug oder so. Ich weiß es nicht. Ich werde die Aufnahme mal unterbrechen. Guck mal weiter. Und ja, dann sehen wir uns dann bei Zeiten wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.